Servus, Gerte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Unity of Command 2 Blitzkrieg. Ja, genauso schnell, wie ich hier spreche, geht hier auch mein Vorstoß von der Panzergruppe Guderian vorwärts. Allerdings, ein großes Allerdings, in Großbuchstaben geschrieben, Nachschub. Und damit ich meinen Nachschub wiederherstellen kann, muss ich diese beiden Infanteriedivisionen der Franzosen hier rausbekommen. Es ist die Frage, Scheinangriff, ein Unterdrückung, ob das so viel bringt, ein Unterdrückung bloß. Ja. Ich muss die hier rausbringen, koste es, was es wolle. Das bedeutet, ich muss diese Einheit, die gehört zur Heeresgruppe A von Rundstedt, ich kann die einmal notversorgen. Gut. 0 zu 2, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Den Angriff können wir jetzt auch gleich mal machen. Okay, dann ist hier frei. Das ist sehr gut. Wen ich danach ziehe, weiß ich nicht. Eventuell muss ich tatsächlich mit der Panzergruppe Guderian hier aushelfen. Mit der 29. motorisierten Infanteriedivision. Kann ich die eigentlich noch verstärken? Nee, da ist keine Reserven mehr da. Mal schauen. Die nächste Frage ist, wenn ich da jetzt keinen reinziehe und die hier oben sich zurückziehen, ziehen sie sich rein zurück, dann ist das Feld wieder belegt. Gute Frage ist aber, ob ich es schaffe, diese Einheit hier vernichtend zu schlagen. Wie schaut es denn aus? Bomber, ja, die sind im Wald. Aber ich glaube, kriege ich noch eine andere Infanteriedivision darüber? Nee. Nee. Die einzige, die ich hier hinbekomme. Mit der könnte ich allerdings noch einen Angriff starten. Und wisst ihr was? Ich glaube, die gehört zum Guderian, ja. Ich glaube, es lohnt sich, dass ich mit der Einheit kurz... Auf der anderen Seite ist die nicht gut in der Verteidigung. Verteidigen wäre die hier besser. Und die Frage ist, habe ich danach noch einen Zug übrig? Nee, danach habe ich keine Movement Points mehr übrig. Sind auf 0, das heißt, ich komme da nicht mehr raus. Nee, komm, dann müssen wir das so machen. Und ich werde jetzt zwei Fliegerangriffe hier auf die Einheit starten, weil ich befürchte, es wird ein extrem harter Kampf. Ich brauche jetzt hier Glück. Ist auch noch leider, es sind auch noch Elite-Einheiten, oder? Überhaupt nichts gebracht, Mist. Elite-Infanterie. 4 zu 0 ist natürlich heftig. 2 zu 0. Eventuell schaffe ich noch Unterdrückung. Es sind zwei unterdrückt dann wahrscheinlich von ihm. Ja, ich muss das machen. Ich habe nur noch einen Kommandopunkt übrig. Aktive Artillerie. Okay. Wir haben ihn sogar einen abgezogen. Ich muss jetzt hier tatsächlich diese Harakiri-Angriffe fahren. 1 zu 1. Ebenfalls 1 zu 1. Dann ziehen wir uns hier mal... Immer noch 3 zu 0 der Angriff da. Krieg die hier nicht raus. Jetzt Moment mal, ich bekomme doch... Ja, ich bekomme noch Einheiten. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas bekommen, was stärker ist. Reguläre Infanterie, 211. reguläre Infanterie. Wahrscheinlich sind die alle regulär. 190. Moment mal, die 211. war aber besser. Was haben die? Drei Bewegungspunkte verbleibend. Reguläre Infanterie. Sieht mir alles nach Veteranen. Ja, schon mal besser. Die 52. Veteranen. Die 68. Veteranen.
Und die siebte Elite. Die wird sein. Oh, die haben bloß 3 Punkte. Aber die hätten 1-1. Ich komme hier nicht mehr raus. 3-0. Ist die Frage, ob ich den Angriff jetzt hier noch führe. Wisst ihr was? Ja, den führe ich. Auf die andere Seite des Flusses rüber, glaube ich, ist keine gute Idee. Die werden wir hier bestimmt aufgerieben. Zumal ich da auch nicht wirklich, ist auch nicht wirklich mein Ziel, darüber zu kommen. So. Krieg die Einheit noch hier weg. Die 86. Die bringen wir mal darüber. Die 7. Infanteriedivision und dann haben wir noch eine Veteraneneinheit gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte Veteran, die 68. Infanteriedivision. Die haben allerdings dann keine Bewegungspunkte mehr. Ich hoffe. Oh nein, die haben alle keine Bewegungspunkte mehr. Doch die. Regulär. Hatte ich nicht noch irgendwo eine Veteraneinheit mit regulär 150? Die haben keine Bewegungspunkte mehr. Das heißt, die können sich nicht bewegen. Da müssten wir jetzt einfach... War hier nicht noch irgendwo eine... Nee. Nehmen wir die. Okay. Das heißt, wir haben unsere Versorgungslinie hergestellt. Sehr gut. Und dann können die hier auch gleich den Übergang sichern. Nehmen jetzt noch eine weitere Einheit, die Bewegungspunkte hat. 3. 164. Infanteriedivision. Mit denen werden wir jetzt hier das Flussufer sichern. Die kommen eh nicht mehr hier raus. Die auch nicht. Ja, sichern wir hier die Übergänge. Ah, hier wären noch Veteranen gewesen. Rüber kommt durch eh nirgendwo mehr. Dann stellen wir die hier alle rein. Den Rest überlege ich mir. Hebe ich mir noch auf. Jetzt machen wir mit dem Guderian weiter. Guderian. Das heißt doch jetzt meine Versorgung. Genau, meine Versorgung kann jetzt über die Bahngleise hier gesichert werden. Jetzt muss ich sie bloß noch. Denn hier eigentlich keine. Doch, ich kann hier oben noch jede Menge Einheiten einsetzen. Das muss ich jetzt auch machen. Um meine Versorgungslinien zu sichern. Wie viel habe ich denn noch mit Bewegung? 1, 2, 3. 3 Einheiten mit Bewegung habe ich noch. Jetzt setzen wir mal eine ein. Und schauen mal, wie weit ich mit denen komme. Ah, mit denen komme ich relativ weit runter. Das ist gut. 5-0. 3-0, was ist denn mit dieser Einheit hier los? Wieso sind die so gut? Ach, Wetter. Ah ja, man sieht es ein bisschen schlecht. Hier ist Regen, deswegen. Ist auf den ersten Blick nicht so gut zu erkennen. Naja. Deswegen tue ich mich da so schwer. Dann muss ich da einfach sichern. Das würde bedeuten, mit der Einheit hier runter, die war nicht versorgt. Ich werde hier den Brückenübergang sichern, dass mir da keiner in die Flanke fällt. Ja. Gut. Der Einheit können wir bis hier runter, das werden wir jetzt auch machen. Ja.
bewegen. Dann bewegen wir die jetzt hier runter. Damit meine Nachschublinien hier nicht unterbrochen werden können. Die Einheiten sind jetzt bereits seit 2 Runden ohne Nachschub. Das heißt, ab der nächsten Runde werden die automatisch Einheiten verlieren. Gehört auch zum von Rundstedt. Wo ist denn der eigentlich? Der ist da oben. Die Frage ist, ob der überhaupt noch Befehlsreichweite... Ah, doch. Geht schon. Da kommen wir hin. Jetzt machen wir erst mit dem Guderian weiter. Bräuchte hier Infanterie, die die Flanke absichert. Das kann er von Rundstedt übernehmen. Beziehungsweise Einheiten vom Rundstedt. Muss ich nur wirklich aufpassen, wen ich da wohin setze. Ein ganz schönes Rumgeschacher hier. Setzt man die 29. Infanteriedivision motorisiert oder setze ich die Einheiten da rein? Die sind noch schlechter. Wir setzen die in die Stadt. Dann sollen die hier sichern. Haben wir noch jemanden, der hier sichern kann? Das ist gut zu verteidigendes Gelände. Da dürfte es schwierig werden, durchzubrechen. Hier oben sind halt relativ viele Einheiten gebunden. Das gefällt mir nicht. Und dann Guderian. 7 Punkte. Das heißt, wir können jetzt... Wieso kann ich denn jetzt... Nein, der ist nicht im Nachschub. Ich kann nicht notversorgen. Oh, shit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das heißt, die sind erst ab der nächsten Runde wieder versorgt. Ich habe auch keine... Nee. Ich habe auch keine Fallschirm- oder Luftwaffenversorgung mehr. Runde 4. Wir müssen bis Runde 7 bis Auxerre kommen. Und bis nach Besançon. Okay, aber wir stecken jetzt hier fest. Die Frage ist, wie sichere ich meine Einheiten jetzt hier? Die muss ich irgendwo zurückziehen. Dass die nicht direkt angegriffen werden können. Frage ist, wohin? Soll ich sie tatsächlich noch weiter Richtung Süden ziehen und dann notversorgen? Aufklärer habe ich auch keine mehr. Aber die Brücke wäre natürlich wichtig. Ohne Nachschub seit 2 Runden. Nee, da kann ich nichts. Wie sieht es denn hier mit den Panzern aus? Könnte mit denen den Brückenübergang sichern. Die sind wenigstens noch versorgt. Mit den Panzern nachziehen. Wisst ihr was? Das probiere ich. So, da haben wir die Brücke gesichert. Die zweite Panzereinheit ist die Frage nur... Ich könnte noch tatsächlich noch angreifen hier. 0 zu 2. Okay. Und den ziehe ich zurück. Und ich glaube tatsächlich, die Einheit werde ich in den Wald stecken. Okay. Huiuiui. Ziehen wir die Einheit hier noch nach. Kann ich denn mit dem Guderian... Ich kann mit dem Guderian ja gar nichts machen, gell? Doch, kann ich schon. Scheinangriff. Das geht auch nicht.
kein Rückzug. Die darf einen Gegenangriff ausführen, wenn es soweit ist. Da bin ich jetzt extrem gespannt, wie die nächste Runde verläuft. Wie die Franzosen reagieren. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier noch in meinem Rückraum für Ordnung sorge. Also Reims, habe ich denn noch eine Einheit, die ich einsetzen kann, die Bewegungen hat? Die haben keine mehr. Die haben keine mehr. Am Anfang war ich noch erschüttert darüber, was ist erschüttert? Erstaunt, wie viele Einheiten es gibt. Und man sieht aber dann jetzt doch, es dünnt sich dann doch schnell aus. Die kommen bis nach Reims. Das heißt, ich kann die weiter runter verlegen. Ja. Haben wir das gemacht. Mal die 68. hier noch rein. Da haben wir ja gesagt, dafür machen wir keine Angriffe. Nee. Auch keine Spezialangriffe, das bringt nichts. Wo könnte ich noch Sicherung gebrauchen? Ich komme sonst eigentlich nirgendwo mehr hin, ja. Okay. Schauen wir mal nach Saarbrücken, wie es da aussieht. Versorgungstechnisch bescheiden. Einmal Notversorgung. Nochmal Notversorgung durch die Heeresgruppe C. Für Metz haben wir noch... Moment, was haben wir denn noch hier? Lyon bis Runde 12, Nevers bis Runde 12, Mulhouse bis Runde 8. Interessiert mich also erstmal nicht. Metz bis Runde 8. Die hier sind schon seit zwei Runden ohne Nachschub. Jetzt muss ich mein schlaues Buch rausholen. Kann mir das immer nicht merken, aber Gott sei Dank schreibe ich mir das ja immer alles auf. Out of Supply nach zwei Runden. Keine Angriffs... Die können nicht mehr angreifen. Einige ihrer Stufen sind unterdrückt. Und zwar bei regulären Verdreh 2 sind unterdrückt. Ja, das ist der Fall. Ab der dritten Runde Out of Supply haben sie einen Bewegungspunkt weniger... Alle Steps sind suppressed. Also alle Stärkepunkte sind unterdrückt. Und erobern kein Terrain bei Bewegung. Also in der nächsten Runde haben die hier sowieso keine... Können eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Das heißt, wir sollten hier gucken. 0 zu 2. 1 zu 1. Frage ist, ob es jetzt hier geschickter wäre, zu sagen, wir führen hier einen... Ah, ich habe keine Kommandopunkte mehr. Okay. Ja, wahrscheinlich trotzdem sinnvoll, die anzugreifen. Hier auf alle Fälle. Schauen wir mal nach, Frank von Leb. Frag mich halt, wenn ich jetzt hier rüberziehe, ob ich dann überhaupt noch in der Kommandoreichweite bin. Das zeigt sich jetzt. Ja, bin ich. Das heißt, ich kann sie nächste Runde wieder Notfall versorgen. 1 zu 1. 4 zu 0. Ich kriege jetzt hier keine Einheiten mehr nach. Bräuchte aber dringend Einheiten, die ich hier nachbekomme. Die hier sind auch mittlerweile unversorgt. Warum? Warum bekommen die keinen Nachschub mehr? Warum bekommen die keinen Nachschub mehr? Das ist jetzt eine gute Frage. Verstehe ich gerade nicht, warum die keinen Nachschub bekommen. Nee, verstehe ich nicht. Ach Moment, ich habe hier eine Verbindungslinie unterbrochen. Ah! Uiuiui. Das wird die Franzosen ärgern. Ui, ich habe den kompletten Nachschub in den ganzen Bereich hier abgeschnitten. Hohohoho. Okay. Ja. Alles klar. Läuft gut. Zumindest an der Ecke. Frag mich jetzt, ob ich diesen Angriff hier noch machen sollte oder nicht.
könnte hier sogar Richtung Metz vorrücken, aber das ist zu gewagt, denn ich kann mich hier nicht mehr verteidigen. Schauen wir uns das Bild mal aus der anderen Sicht an. Die Brücke muss gehalten werden. Hier haben wir keinen Fluss. Das heißt, ich schaue jetzt gerade eben, ob ich noch Einheiten habe, die ich irgendwo freimachen kann. Die ist auf alle Fälle nicht verhandelbar. Da kommt der Feind, der muss doch nicht mal über den Fluss drüber. Das heißt, wenn, könnte ich Einheiten hier drüben freimachen. Allerdings läuft mein Nachschub auch komplett über die Bahnlinie hier, oder? Ne, der kommt von Norden auch noch rein. Okay. Ist also nicht so wichtig, falls er mir die wegnehmen würde. Das heißt, wir können hier noch mit einer Einheit freimachen. Die Versorgung nächste Runde. So viele Einheiten kann ich nicht versorgen. Aber in der nächsten Runde kann ich aber allerdings auch wieder neuen Nachschub setzen. Ich denke, ich sollte das ausnutzen, dass ich hier eine Lücke habe. Ja. Das machen wir auch. Zu 0, dann machen wir doch den Angriff hier noch. Jetzt bräuchte ich noch einen Angriff, aber hab keinen mehr. Schade. Tja, bis Metz. Die ist bestimmt nicht leer. Jetzt hätte ich gerne auf. Habe ich noch Aufklärungsflugzeuge? Nee. Ich habe noch Sabotage. Bringt mir gerade auch nicht so viel. Straßburg, hier drüben brauchen wir nichts machen erstmal. Die Einheit muss jetzt mal wieder in die Versorgung zurück. Ja. Hätte ich beinahe vergessen. Gut, und dann wird es jetzt aber doch relativ wichtig, das werden wir mal schauen. Das Versorgungsnetzwerk kann ich lahmlegen. Machen wir. Das hätte ich letzte Runde schon machen müssen. Das wiederum benötige ich gerade eben noch. Zumindest für diese Runde. Auf der anderen Seite, welche Einheiten stehen denn da drin? Ich sag's mal so. Vernachlässigbar. Zumindest einen kann ich abziehen. Auch die sind vernachlässigbar. Ich kann später mein Versorgungsnetzwerk weiter südlich aufbauen. Schauen wir nochmal nach. Ja. Wir nehmen die weg. Bedeutet zwar jetzt für diese Runde erstmal, oder für nächste Runde, dass doch einige Einheiten erstmal keinen Nachschub haben. Aber die können sich doch bewegen. Ich dachte, die können sich nicht bewegen. Aha, dann hätte ich gar nicht gucken müssen mit den drei Bewegungspunkten. Ist ja interessant. Na dann. Sichern wir hier noch ab. Ich glaube tatsächlich, das war's für diese Runde. Wir gucken jetzt nochmal beim... Der Guderian hat noch Aufklärung durch Kampf, geht auch nicht. Kein Rückzug. Nee, das machen wir mal nicht. Ohne Nachschub zwei Runden. Ja, das wird... Da bin ich jetzt sehr gespannt und ich glaube, den Zug schauen wir uns jetzt auch noch an, der Franzosen, bevor ich die Folge beende. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Reaktion der Franzosen, was meinen Vorstoß mit der Panzergruppe Guderian angeht. Bei Saarbrücken läuft es gut. Er wird natürlich hier unten, muss er diese Bahnlinie muss er wieder irgendwie aktivieren. Da läuft sein gesamter Nachschub, oder ja doch, fast sein gesamter Nachschub für den westlichen Teil hier drüber. Hier oben wäre es tatsächlich jetzt dann sinnvoll, die Sabotagekarte einzusetzen. Falls ich nicht vorwärts komme, setze ich hier die Sabotage ein. Ich möchte mir aber jetzt tatsächlich auch noch für die nächste Mission, ich gehe davon aus, dass die ebenso happig wird, auch noch die zumindest eine Option noch offen lassen. Mit Prestigepunkten sieht es ja auch nicht so gut aus, von daher sollte ich lieber gucken, da auf Nummer sicher zu gehen.
Ich glaube, das war's. Schauen wir nochmal alles durch. Vorsichtshalber, hier ist ja jeder Zug entscheidend. Ne, da geht nichts mehr. Ne. Okay. Augen zu und durch. Was machen die Franzosen? Ich habe direkt Herzklopfen gerade. Ja, aus Metz sind Einheiten rausgekommen. Das heißt, es war gut, dass ich da nicht vorgestürmt bin. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Und genau da setzt man nächste Runde mit an. Es wird noch ein ziemlich heißer Ritt, aber... Ja, genau, die Versorgung ist wieder hergestellt. Sehr gut. Perfekt. Ich bin sehr zufrieden. Wer wagt, gewinnt. Zumindest für einen Zug. Und den nächsten Zug schauen wir uns dann gemeinsam an. In der nächsten Folge würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Ja, bei mir läuft es ja gerade. Ausnahmsweise. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.